Covid-19 hat die ganze Welt verändert. Aber schauen Sie mal, auch unser Zuhause. Homeschooling, Homeoffice und die große Unsicherheit. Der globale Unsicherheitsindex ist von Normalniveau in 2007 in der Finanzkrise angestiegen. Und wir dachten damals schon, das wäre hoch. Dann hat er sich noch mal mehr als verdoppelt. Und jetzt die Frage, wie geht es weiter? Wie sind die Konjunktur- und Kapitalmarktaussichten für das Jahr 2021? Wir wissen es nicht mit Sicherheit. Und deswegen haben wir wie immer drei Szenarien. Und wir haben wie immer ein Motto. Und das Motto liegt auf der Hand. In unsicheren Zeiten muss man fragen, wer führt uns in die Zukunft? Ist es die Nanny? Dann geht die Unsicherheit vermutlich zurück. Ist es der Poltergeist? Dann steigt die Unsicherheit wieder an. Oder ist es der Avatar, der echte Erleichterung bringt? Die Nanny ist schon seit Monaten aktiv. Regeln, Sanktionen, Lockdowns, Ausgangssperren, all diese Dinge behindern das Wachstum. Diese Dinge schützen aber die Gesundheit. Damit die Wirtschaft nicht so sehr leidet, gibt es unterstützende, fürsorgende Maßnahmen. Also wie Zinssenkungen, Anleihekäufe, Konjunkturprogramme, Rettungspakete. Und diese Dinge bewegen unser Sozialprodukt. Einbruch im Frühjahr, Anstieg, jetzt der zweite Lockdown-Light. Und Sie sehen, wir erwarten keinen Rückgang dadurch. Und wir erwarten, dass es im Jahr 2021 deutlich besser wird. Und natürlich sind Annahmen dahinter. Die Annahmen sind, es kommt kein restriktiver Lockdown. Es gibt einen Impfstoff im Laufe des Jahres. Und natürlich, die ganze Welt in der Summe muss sich erholen. Und es gibt einen Joker. Und der Joker ist China. Das ist eine große Überraschung, weil die Krise startete in China, setzte früher ein, aber sie erholte sich auch früher. Und China wird bereits in diesem Jahr schon wieder wachsen, mit knapp 2% und im nächsten Jahr sogar fast 10%. Also die Nanny-Maßnahmen haben viel Positives. Aber natürlich haben sie auch Risiken. Fehlallokationen, Verzögerung von Strukturwandel und den ersten Effekt werden wir im nächsten Jahr schon sehen, einen Anstieg der Inflation. Raten von bis zu 2,5% in Deutschland. Also unser Basisszenario, deutliche Konjunkturerholung, Wachstum von 5% in Deutschland, Inflation und jetzt mal der Blick auf die Kapitalmärkte. Die Zinsen. Zinsen sind negativ und die steigen leicht an auf minus 0,2. Der Aktienmarkt, der hat noch Potenzial und er wird von der Konjunkturerholung profitieren. Der DAX steigt bis auf 14.000 Indexpunkte. Gold, der Gewinner des Jahres 2020, wird sich auch noch ein bisschen bewegen können. Es sind die negativen Realzinsen, die hohe Verschuldung und natürlich noch so ein klein bisschen Unsicherheit. Also ein bisschen Potenzial für Gold. Wohnimmobilien werden steigen. Negative Zinsen, hohe Nachfrage. Und der Euro profitiert von dem EU-Wiederaufbauprogramm. Das geht zwar in die Transferunion, aber es schweißt die Eurozone enger zusammen. Und das werden wir am Devisenmarkt weiterhin sehen. Also, das sind unsere Annahmen für das Basisszenario. Aber wir wissen es nicht mit Sicherheit. Es kann auch deutlich schlechter werden. Es kann sein, dass es keinen Impfstoff gibt.
Es kann sein, dass es Mutationen gibt. Es kann sein, dass andere unbekannte Dinge auftreten, dass der Protektionismus weiter zunimmt. Alles Dinge, die wir nicht wirklich sehen, aber spüren. Und das symbolisiert der Poltergeist. Im Poltergeist fallen wir in eine Rezession zurück und an den Kapitalmärkten sind die Reaktionen eindeutig. Die Zinsen gehen nach unten, der Aktienmarkt geht nach unten. Der DAX wird bis auf 10.000 Indexpunkte fallen. Gold ist der eindeutige Gewinner. Historische Höchststände bis auf 3.000 Dollar pro Unze. Der Immobilienmarkt wird zumindest sich stabilisieren und der Euro geht in den Keller auf die Parität. Ja, ich weiß, das klingt schlecht. Aber auch das ist nicht sicher. Denn es könnte auch besser werden. Es könnte sogar deutlich besser werden. Innovationen. Die Digitalisierung ist prädestiniert für Innovationen. Technischer Fortschritt, Fortschritte im Gesundheitswesen, nachhaltiges Wachstum. All das symbolisiert der Avatar. Hohes Wachstum führt natürlich zu höheren Zinsen und es führt zu einer Hoss am Aktienmarkt. Der DAX wird bis auf 16.000 Indexpunkte steigen. Gold hat dann keine Chance mehr, weil Gold hossiert nur bei Unsicherheit. Immobilienmärkte, insbesondere Wohnen, wird weiter hossieren und der Euro steigt bis auf 1,35. Ich habe Ihnen drei Szenarien mitgebracht und jetzt fehlt nur noch eine Antwort. Wie sind die Wahrscheinlichkeiten? Ganz klar, Basisszenario, Nanny hat die höchste Wahrscheinlichkeit mit 70%. Die Risiken sind noch da, deswegen hat Poltergeist 20%. Und jetzt rechnen wir ganz schnell, bleiben noch 10% für den Avatar. Also die Aussichten in der Summe sind gerade für Aktien gut, es sei denn, es kommt der Poltergeist. Sie müssen für sich selbst entscheiden. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihren Anlagen. Aber noch viel wichtiger, bleiben Sie gesund.